Hallo meine Freunde, Zaok hier mit Let's Play Bravely Default. Ja, ein neues Let's Play hält seinen Einzug auf meinem Kanal. Ich habe es schon vor längerer Zeit angekündigt, es kommt jetzt mit etwas Verspätung. Ich werde es wahrscheinlich morgen hochladen, also am Montag. Wir haben heute Sonntag. Heute habe ich Zeit zum Aufnehmen. Oh, endlich mal wieder wirklich Zeit zum Aufnehmen. Ich habe gerade eben schon ein bisschen was aufgenommen. Allerdings nicht das, sondern ein anderes Spiel. Und man sieht schon, ich habe schon ein klein bisschen angezockt. Allerdings wollen wir natürlich von vorne beginnen. Und dieses Spiel, was wohl ein sehr, sehr, sehr gutes JRPG für den Nintendo 3DS sein soll, wollen wir uns zusammen ansehen. Und das sieht echt cool aus. Und die Musik ist super. Und die Collector's Pack ist viel zu groß. Okay, wir wollen anfangen. Ein neues Spiel. Nein, ich möchte die Geschenke nicht kriegen. Danke, ich möchte... Was? Okay, B ist wieder zurück zum Titel. Nimmst du an? Nein. Wir spielen auf normal. Automatisches Speichern an. Jo, so wollen wir es haben. Und los kann's gehen. Oh, hello. I see fire in those eyes. How do I put it? They've a strong sense of duty. Like whatever you start, you'll always see through, no matter what. If you'll permit me, there's something I'd very much like to show you. But first, I just need to hear it from you. Say that you'll stay till the very end. With that done, let's get you on your way. Yes. Wie man schon gesehen hat, die Grafik ist verdammt geil. Ja, und da drücken wir einfach Start. Was ist Start? Ich glaube Start, ja. Can you hear my prayers? Wherever you are, whoever you are. Ah! Please, you must listen! I've no one to turn to now but you! The walls of the world are falling down around us! All of us were fools! Such a base and hateful snare, yet none of us saw it! The crystal's glow wanes by the hour. Its fading light augurs a greater darkness. Something must be done. Leave all to me. Oblige. Servant and vessel to the crystal of wind. The crystal's light is mother to all creation, to all life. Purified by the vestal's rites, their incandescence wards the world from disaster. And so I pray, now as ever before, and onward till the years take me. Oh.
A fine sea breeze. Foretelling its death is a hoax in poor taste. I'm Ringabel, or so they call me. I've no memory, you see. A bit cruel, eh? Still, humor's welcome when you haven't a clue to your past. None save this book. But its pages hold no history, only the future. And more importantly, a woman. We've yet to meet, and I'm in love. My angel of fate. Could she be... nearby? Master Kami Izumi, please do me this honor. One final test of skill. My name is Adia Lee, daughter of the Templar. I take pride in that fact, in my blood. Yet, my father... You've a long road ahead. Make for Caldisla. The Vestal of Wind has been sighted there. For your father, and for your country, you must apprehend her at all cost. Adia, wear this at your side. This is your finest blade. Ise no Kami. I pray it keeps you safe. Father, I swear that I'll return to you a proven warrior. I'm Tiz Orion. Watch you don't fall! And that's my brother Till. We're shepherds in the sleepy village of Nerende. This is how things had always been, and how they'd be forever after. That's what I thought. Give me your other hand! Let me go! We'll both fall at this rate! I'm not losing you ever! Now hurry and give me your hand! Intro am Abgrund der Verzweiflung. Was für ein geiles Intro. Finally awake, are you? You've been out a full week. I serve as captain of the Caldislan Guard. My name is Owen. Can you tell me yours? Tiz. You were found unconscious in the ravine near Nerende. I take it that was your home? Nerende? I must ask you to stay calm. Your village is gone. A great chasm opened in the earth, and all of Nerende was swallowed up in darkness. You were spared, but the others... Pray, do not think on it now. You need your rest. There will be time for mourning later. Little fellow's back with us, then? Aye. And all alone in the world. And past that solitude, what? Guilt at surviving? Pitiable lad. The king will be expecting my report. Keep watch on him a while, father.
Und damit gönnen wir das erste Mal unsere Spielfigursteuer nach einer ganzen Weile Intro, die uns schon ein paar Charaktere vorgestellt hat. Yes. Und wir können die Runde aufnehmen. Und das mit der Sprachausgabe ist, soweit ich das festgestellt habe, nur in. Gut, selbst das Licht haben sie hier richtig eingesetzt. Sehr geil. Das mit der Sprachausgabe ist nur in den wichtigen Cutscenes. Also es gibt auch so kleinere Gespräche, sag ich mal, auch mit den Leuten hier. Die haben keine Sprachausgabe. Alles in Ordnung, mein Herr. Ja, sehr schön. So. Also, ja. Und was ich sehr, sehr geil finde, das ist alles gezeichnet. Das sieht so gut aus. Und ich meine nicht nur, dass es erinnert mich auch so sehr an Final Fantasy IX. Es ist so gut. So fucking gut. Und wir nehmen sie. Die 50 GP hier mit. Die habe ich beim letzten Mal schon gefunden. Hallo. Sollst du wirklich schon auf den Beinen sein? Übernimm dich bitte nicht. Wir gehen raus hier. Weil unten, ach ja, man muss jetzt verlassen, A drücken. Was noch eine gewisse Zeit der Gewöhnung braucht. Das sieht so geil aus. Kaldisla, Land der Anfänger. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Yes. Wer bist du hier oben eigentlich? Charlotte, Charlotte, warum kommt kann vor? Ach, das ist Stringable. Den Typen, den ich jetzt schon irgendwie nicht leiden kann. Oh, das sieht so geil aus. Wenn man stehen bleibt, kommt das sogar noch besser. Dann zoomt das raus und man kann sich alles ansehen. Das ist so gut. Wobei ich jetzt hier gerade gar, ehrlich gesagt, noch nicht genau weiß, wie ich das mit dem unteren Bildschirm machen werde. Weil der zeigt jetzt aktuell ja die Karte an. Aber in den Cutscenes war der schwarz. Das heißt, ich werde den wohl ein bisschen mehr Frickelei reinmachen müssen. Aber egal. Das hat jetzt nicht zu interessieren. Wir wollten ein bisschen. Wie bist du denn da? Ich habe, glaube ich, nie angesprochen. Die Serie ist vollkommen veräppt. Die Schiffe kommen so kein Stück voraus. Okay. So, wir können es hier mal reingehen. Wir könnten uns theoretisch ein Schwert kaufen. Also ein Dolch haben wir im Moment ausgerüstet. Man sieht schon, kann hier doch einiges kaufen. Ich könnte mir beispielsweise. Das steigert auch die Magieabwehr. Beim letzten Mal habe ich mir nichts gekauft. Diesmal werde ich mir definitiv etwas kaufen. Nämlich eine Ledertunika, weil die schlechter ist als das, was ich jetzt gerade trage. Weil ich noch nicht genau weiß, was dieses B und dieses E bedeutet. Vielleicht das Handling damit. 14 TP erhöht. Okay, damit haben wir mehr TP. Ich kann, glaube ich, die Sicht umschalten. Könnte ich nicht unten. Ach so, so ging das. Genau, da kann man sehen, das erhöht die TP. Aber der hat schon ziemlich viel. Allerdings. Oh, ich möchte mir ein bisschen Ausrüstung auf jeden Fall kommen, weil er trägt keine Kappe, soweit ich weiß. Das heißt, wir werden uns einen Spitzhut kaufen. Und noch einen Spitzhut. Aus einem ganz bestimmten Grund. Und wir werden uns einen Bronzereif kaufen. Und einen. Einmal Bronzeschutz, einmal Bronzereif. Und dann sind wir schon pleite. Könnte ich schon einen Stab kaufen, der mir aber links aktuell nichts bringt. Okay. So, dann gehen wir mal ins Menü. Kann ich mal kurz was zeigen? Ich habe mich ja schon ein bisschen doch damit beschäftigt. Die zweite Hand ist aktuell leer. Das heißt, er trägt nur den Dolch. Der kriegt den Spitzhut. Und er kriegt von mir das. Dann hat er ein bisschen mehr Verteidigung. Ist schon mal gut. Dann kann ich mal zeigen, den Job. Das ist sozusagen die Charakterklasse, die er hat. Aktuell nur den Freiberufler. Aber da ist ein bisschen was freizuschalten. Ein bisschen. Kann man sich hier. Nee, kann man noch nicht. Diagnose hat er, also Analyse für Final Fantasy Leute. Und da kann er nichts anderes dazu tun. Okay. So, die Jobs leveln. Also, der Charakter levelt nicht nur, also am Level selbst. Man sieht das schon. Er hat zweimal Level da stehen. Einmal sein eigenes Level und einmal den Job-Level. Das ist sehr, sehr geil. Wird aber, glaube ich, hoffentlich noch alles erklärt. Hoffe ich zumindest, dass das Tutorial jetzt nicht abgebrochen wird, nur weil ich das nochmal anfange. Jetzt zum Palast entsprechend, wir nehmen. Ja. Gehen wir zum Palast. Da müssen wir auch hin. Das sagt uns der Questfile. Das sieht so gut aus.
Sieht so fucking gut aus. Und Zaubermann ist der größte Kämpfer in der Geschichte von Kaldisia. Kaldisla. Okay. So leicht werden die nicht mit uns fertig. Das wollen wir mal sehen. Draußen ist es ziemlich gefährlich. Wenn du wirklich gehen musst, sei schon vorsichtig. Okay. Moment. Quatsch, nicht Moment. Momentan wird das Königreich von den Himmelsrittern von Eternia angegriffen. Okay. Man könnte übrigens auch ganz langsam gehen. Und ich meine wirklich ganz langsam. Ein bisschen schneller und man kann rennen. Man kann übrigens interessanterweise nur mit dem Pet steuern. Allerdings wollen wir uns jetzt mit König reden. Hallo König. Ah, the Nerende boy. Tis, was it? Owen spoke of you. I offer my deepest regrets for your loss. I cannot ease your pain, but time may. Stay and rest all you need. Your Highness is so very kind. But my plan is to leave for the village straight away. Admirable lad, but danger hounds the road to Nerende. That gaping maw has drawn beasts of all stripe to it. It's overrun with monsters. There may be survivors. All the more reason I must go. Someone out there may be waiting for help. Very well, though it shames me to send you off alone. I'd lend a portion of my guard, but these cursed knights of the Eternian Sky are riddling my kingdom with cannonballs. I'll manage on my own. Thank you, Your Highness. Do be careful, child, and know that you've a place here when you return. Okay, wir wissen, was wir zu tun haben. Wir müssen A drücken, um es zu verlassen. Das wird eine Weile der Eingewöhnung brauchen. Ich werde wahrscheinlich ein paar Mal gegen Mauern rennen. Tja, so, und wir sehen immer... Nee, jetzt sehen wir gar nicht, wo wir hin müssen. Aber wir haben nur eine Möglichkeit, hier wegzugehen. Und da oben haben wir den Friedhof. Können wir eigentlich auch mal kurz hingehen? Gab es hier irgendwas? Sieht trotzdem alles so gut aus. Was das vor allen Dingen für eine Arbeit sein muss. Aus dem gezeichneten Bild... Das noch extra auszuschneiden, dass der auch hier hintergehen kann. Das ist so ein Aufwand und das ist so, sieht so gut aus. Wirklich, ich bin von dieser Grafik so begeistert. Und vor allen Dingen der Grafikstil erinnert mich sehr, sehr, sehr stark an Final Fantasy 9. Was ich liebe, wie sonst was. Anscheinend ist die Brücke nördlich der Stadt kaputt. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Okay. Katje. Nee, Katje. Bist du? Ich habe in letzter Zeit öfters einen Mann in der Nähe der Herberge gesehen, der geradezu unverschämt gut aussieht. Ja. Da oben. Renegade. Wie ich sage, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, ich habe den Namen schon fast wieder vergessen. Weil er mir im Intro schon tierisch um Zeiger ging, irgendwie, keine Ahnung warum. Yay! Jobs, Fähigkeiten, Level, neue Sachen. Ja, Tutorial, Quests, zeige ich jetzt. Können wir hier gucken. Da haben wir die Tutorial-Quest. Wir müssen... Ja, ich finde das versteckte Objekt. Hehe. So, Wiedergabegeschwindigkeit ändern. Teleport steuern, Hilfe benutzen. Und auf der Weltkarte speichern. Können wir alles mal machen. Dann speichern wir hier einfach mal. Speichern! Das hat mich auch so an Final Fantasy. Nein, ich möchte weiterspielen. So, und da kann man jetzt sehen. Update. Yay, geschafft. Ich habe eine Glocke gekriegt. So. Dann wollen wir doch erstmal gucken. Schauen wir uns um. Ich glaube, da unten war nichts. Wollen wir erstmal straight dahin gehen, wo wir hin müssen. Ist da vielleicht irgendwas? In dieser Senke. Aber erstmal. First battle of the game. What the fuck is this? Ein Blob. Einmal die Hilfe aufrufen. Dann haben wir das nämlich auch gemacht. Fähigkeiten haben wir Diagnose. Grüner Grünpudding. Warum Grünpudding? Aber egal. Wir sehen schon rundenbasiertes Kämpfen. 15 TP. Schwäche ist Feuer. Anorganisch. Okay. 9 Schaden. Sturmangriff. Wir sehen schon, wir haben da eine -1 stehen. Das wird aber gleich noch erklärt. So.
Wollen wir hier erstmal. Und dann können wir auch die Wiedergabegeschwindigkeit ändern, was wir jetzt auch machen werden, damit das Ganze hier ein wenig schneller vonstatten geht. Und so können auch Kämpfe, die sehr, sehr lange dauern, einfach mal ganz schnell zu Ende sein. So macht man das übrigens. Wäre das doch nur in Final Fantasy X auch so gewesen, dann wären die Kämpfe etwas angenehmer gewesen. Und das sieht auch so gut aus. Das ist. Oh, dieses ganze Spiel sieht so gut aus. Ich bin nicht mal eine halbe Stunde am Spielen. Yay. Norrent-Schlucht. Okay. Können es aber kurz mal hier. Geschafft. Yay. Wahrscheinlich Jagd nach Objekten hatten wir auch. Okay. So. Yay, Battle. Jetzt wird uns noch was erklärt. Das ist nämlich. Ja. Tutorial Battle Brave und Default. Ein neuer Ansatz für den klassischen Kampf. Mit Default speicherst du Kraft und mit Brave lässt du sie auf deine Gegner los. Wenn du in einer Runde auf deine Aktion verzichtest, kannst du BP sparen, um diese Aktion dann in einer späteren Runde zu nutzen. Default reduziert auch den in der Runde erlittenen Schaden. Um mehrere Aktionen in einer Runde durchzuführen, kannst du entweder Aktionen einsetzen, die du angespart hast, oder zukünftige Runden verwenden, um mehrere Aktionen in einer Runde durchzuführen. Auf diese Weise kannst du auch die stärksten Gegner besiegen. Wenn du dir einen Vorschuss auf die kommenden Runden holst, geraten deine BP ins Minus. Pro Runde regenerierst du einen BP. Aber du kannst erst wieder handeln, wenn deine BP auf 0 stehen. Hohes Risiko und großes Gewinn gehen bei dieser Strategie Hand in Hand. Korrekt. Zweimal Brave. So, und dann kann ich angreifen. Yes. Das können wir übrigens nicht spulen, weil das Tutorial ist. Ich kriege auch keinen Schaden. Weil es Tutorial ist. Was ich eigentlich ganz gut finde. Kannst du nichts machen. Wir sehen zu, wie er uns auf uns anprügelt. Was ich immer noch gut finde, dass das wirklich so gehandhabt wird. Versuch's diesmal mit Default. So. Und schon sieht man, wir kriegen weniger Schaden. Was sehr, sehr nice ist. Yes. Yay. Und das war das mit dem Tutorial. Und das sollte man auch nutzen, dieses Brave und Default, weil das macht so gute so viele Kämpfe einfacher, das habe ich schon gemerkt. Das sieht so gut aus. Und ich weiß, dass ich hier erstmal nach unten möchte. Ja, nicht hier nach unten. Da nach links möchte ich. So. Da gab es nämlich was. So, und das können wir nämlich direkt mal gucken. Default. Und machen wir doppelte Geschwindigkeit nur. Das sieht man immer noch genug. Und jetzt können wir hier braven und dann können wir Worms dem einen geben. Yes. Ein Trank gekriegt. Könnte ich mir erstmal Tränke farmen auch, aber das mache ich nicht, weil das wäre doch ein bisschen. Das Bennigsen jetzt schon aus den Fugen zu bringen, ist jetzt schon etwas früh. Das mache ich höchstens bei Dark Souls. Eieiei. So. Yes. Ich weiß übrigens noch nicht, wie ich das genau machen werde. Ich werde wahrscheinlich so halbstündige Parts ungefähr machen. In etwa. Nichts Genaues. Weil bei einem RPG sind halbstündige Parts doch angebrachter als irgendwie 10 Minuten oder Viertelstunde Parts. Bei denen wollen wir doch erstmal ein bisschen scharf schießen. So, erstmal ein bisschen BP ansparen. Man kann übrigens nur 3 BP ansparen, danach ist Ende. Und dann kann man halt sowas hier machen. Roms, 2, Arms, Roms. Ist nicht kaputt. Oh, komm. Müsste so reichen schon, ne? Jawoll. Yes, level up. Aber nichts bekommen, nur Werte etwas erhöht. So. Und dann noch einmal hier runter. Hier war nämlich auch noch was. 200. Wie ist die Währung? Biggie, Piggy. Was auch immer Piggy sind. Ich nenne es Gil. Oh, das sieht so gut aus hier. Sieht wirklich verdammt gut aus. Oh, sparen wir erstmal ein bisschen an. Roms, Roms. So, noch einmal. So. Ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut, dass die Kämpfe einfach mal fucking schnell sind. Okay, wenn man vorspult, sind sie schnell.
Ansonsten dauern sie doch ein bisschen und ich werde wahrscheinlich so auf normale Kämpfe, werde ich die halbe Geschwindigkeit lassen. Und wenn ich halt auf Bosse stoße, dann werde ich wahrscheinlich runtergehen mit der Geschwindigkeit, einfach um die Animation auch sehen zu können, wenn irgendwelche spezielle Gegner kommen oder sonstiges. Schauen wir mal, wie ich das genau machen werde. Wo muss ich hin? Ein Mann in grünen Klamotten. Okay, so, wer genau aufgepasst hat, der hat gesehen. Hui. Hi du. Der, einen ähnlichen habe ich schon, sind wir schon begegnet. Der stand nämlich auch in Dingens. So, der eine hat jetzt zum Beispiel, das gilt auch übrigens für die Gegner. Der eine konnte jetzt nicht eingreifen, weil er zwei Aktionen genutzt hat. Das heißt, sie können das auch. Was sehr interessant gemacht ist. Na komm. Eins, zwei. Einmal, zweimal, dreimal. So, dann haben wir einfach mal hier drauf. Müsste der auch hinüber sein. Einmal, zweimal, dreimal. Wunderbar. Yes. Wuhu. Sehr schön. Hallo, du. Du hast es endlich geschafft. Speichern. Ja, speichern. Ja, ich möchte fortsetzen. Hier. Tage ist immer bei dir. Du hast es bekommen. Das bedeutet Hoffnung, verstehst du? Die Hoffnung derer, denen du etwas bedeutest. Seltsame Sanduhr erhalten. Bravely Second. Hiermit unterbrichst du den auf Runden basierenden Kampf und kannst jederzeit in Aktion treten. Ich habe die Zeit eingefroren. Während du Befehle eingibst oder auch während des Kampfes, es spielt keine Rolle. Drücke einfach nur Start und schon beginnt deine Runde. Wann immer du willst. Mit Bravely Second stoppst du die Zeit für alle anderen. Nur für dich läuft sie normal weiter. Die Kosten. Alle während Bravely Second ausgeführten Aktionen verbrauchen SP. Normale Angriffe und Gegenstände verbrauchen zum Beispiel jeweils einen SP. Alle Aktionen, die dich normalerweise BP kosten, verbrauchen dann entsprechend viele SP. SP als Vorschuss. Du kannst dir einen SP kannst dir auf SP genau wie auf BP einen Vorschuss holen. Bravely Second lässt sich aber nicht einsetzen, solange du im Minus bist. Plane also deine Strategie entsprechend. Yay! Standby-Punkte. Indem du beim Spielen von Bravely Default das Nintendo 3DS System in den Standby-Modus speicherst du SP und jeweils 8 Stunden bekommst du SP. Yay. Das heißt, ich lasse das Ding einfach die ganze Zeit anlaufen, wenn ich nichts anderes dran mache und dann, ja, gucken wir mal, wie ich das mache. Du hast keine Lust zu warten, bis deine Standby-Zeit um ist. Dann brauchst du wohl einen SP-Tank. Berühre den Symbol auf dem unteren Bildschirm, um das Menü zu öffnen. Achtung, SP-Tränke sind Prämien und müssen mit echtem Geld erworben werden, nicht mit der Währung aus dem Spiel. Achte also gut auf deinen Verbrauch. Warum nicht? Ist zwar etwas dumm, weil ich kann ja auch einfach das DRS-System über Nacht anlassen. Oh Gott, der Cutscene. Can you hear my prayers? Wherever you are, whoever you are, can you see the wound torn open before me? Please, let the walls of the world collapse no further. Let me be strong enough to stem this flood. You there. If you know something, tell me, please. What caused that chasm? Did anyone else survive? Surely at least a few others. I need information. Anything. My parents were there. My friends. Everyone. Just living their normal, boring lives. I won't accept that all those lives have ended. Not without a search. You alone survived.
I am sorry. I am sorry. I found you! You've been found! I've the eyes of a hawk! And the nose of seven wolves! Seven wolves that wasted the last week sniffing at dead ends. Now stop yapping and go fetch! I know, woman! And I take no orders from you! No orders! An Eternian airship? The Sky Knights! I thought I'd covered my trail! Go, now! It's me they want! What? Why? I'll not involve an innocent bystander! Cannon fire? This is madness! This way! What? Agnes ist der Gruppe beigetreten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Bravely Default. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.